In den Hintern kneifen, aber kein Trinkgeld geben. Ein Benehmen ist das. Ein Benehmen ist das. Willkommen zurück. Ja, den Briefkasten haben wir nicht gefunden. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie oh, so nein, oft? Sie verfolgen mich schon wieder. Schnell weg. Moment, wir müssen da lang. Ah, geht weg. Aber wer auch Zugang zur königlichen Post haben müsste, ist eigentlich Vernon Roche. Aber der stimmt also. Volltest ist tot. Taucht ja auch nur auf, wenn man ihn nicht braucht und dann immer aus geschlossenen Türen heraus. Reden wir erstmal wieder mit Cedric. Ob er uns sagen kann, wo das Schattenbeinwurz wächst. Ah, da oben steht er nicht. Wo war die Treppe? Da hinten. Doch hier vorne. Allzeit bereit. Nee, da hinten. Okay. Tja, irgendwann. Wahrscheinlich, wenn wir diesen Ort verlassen, weiß ich vielleicht, wo wir hin müssen, wenn wir irgendwo hin wollen. Hier ist der Aufstieg. Nicht drängeln. Ich brauche Schattenbeinwurz. Das ist ein sehr seltenes Moos. Es wächst unterirdisch. Da gibt es ein paar Höhlen tief im südlichen Wald. Wenn hier überhaupt Schattenbeinwurz wächst, dann darin. Das war jetzt nicht gerade sehr hilfreich. Heißt da unten. Müssen wir wieder sonst wohin? Okay. Klettern wir erstmal herunter. Gehen wir doch mal in die Richtung. Nach Süden. Immer schön nach Süden. Wir gucken vielleicht trotzdem auf die Karte. Ah. Das ist, glaube ich, unterm Wasserfall. Da sind wir doch schon mal reingetatzelt. Na dann. War die schon kaputt gemacht? Nee. Aber schon Nummer zwei. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. So, da haben wir schon mal zwei Nester zerstört. Ach, ey. Hab ich euch nicht gerade zerstört? Dann kommt wieder raus. Wir brauchen noch ein paar Erfahrungspunkte. So, das ist jetzt das Letzte. So. Nest gesäubert. Da riecht noch was. So. Weiter in die Richtung. Irgendwo ein Leckernest. Da ist auf jeden Fall noch ein Lecker.
doch auch ein Nest sein, oder? Aus der Richtung, aber. Gehen wir doch mal in die Richtung. Außer Regen nichts gewesen. Ah, Fallen. Nee, da laufen wir uns mal selber rein. Er meint also hier unten drunter. So, können wir eigentlich noch so eine Tasche herstellen? Zwei haben wir jetzt verbraucht. Aber wir haben... Nee, wir haben immer noch keinen... Braucht tatsächlich den Plan. Nur kaufen hilft nicht. Tränke einnehmen? Brauchen wir nicht. Das schaffen wir so. Hoffe ich zumindest. Hallo. Na, das geht doch eigentlich ganz gut jetzt. Mit. Solange sie nicht zu viele werden. Stirb. So, das sind normale Necker. Jetzt noch versuchen, den Rücken zu fallen. Oh, doch, ganz schön. Aber noch haben wir es im Griff. So, noch jemand? Ah ja, da. So, alles mitnehmen. Können wir im Notfall alles verkaufen. Ja, mit zwei kurzen Hieben sind normale Necker also weg. So, es geht wohl hier lang. Soll zwischendurch mal wieder speichern, oder? Ah, nein, die müssen weg machen. So. Kann ich jetzt speichern? Ja. Wer liegt denn hier rum? Ist ein Elf. Ist das nicht Dings? Könnte auch so aussehen. Hier, Marlena. Und, falsch. Da. Wir sollten mal auf die Karte gucken. Ich glaube... Es geht hier entlang. Leichenfresser, ach herrje. Donnerschlag. Ach herrje, die explodieren auch noch. Aber ich glaube, das ist das da, was wir gesucht haben. Jawohl.
Nee, hier ist sonst nichts mehr. So, alles schon geholt. Na dann, zurück. Können wir es überhaupt selber herstellen? Ah ja, die gute Triss hat uns ja das Rezept gegeben. Liegt noch jemand? Ah, sowas aber auch. Aufwertung für die Rüstung. Und wieder runter. So, rechts oder links? Links. Und rechts eigentlich auch schon. Hier gibt's aber auch nichts. Okay, dann weiter hinaus. Da war noch was. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. So, gehen wir mal rechts vom... rechts vom Fluss entlang. Oh, schon wieder eine Falle. Boah, die erschreckt die mich immer so. Ich kann mich doch daran erinnern, dass hier irgendwo... das da... Ne, da geht's wieder hoch. Moment. Wo sind wir? Genau, in diese Richtung war doch auch noch so ein Neckarnest. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass hier irgendwann... Da hatten wir die schon. Kann natürlich auch sein. Aber da ist was Rotes. Das wird es vielleicht sein. Oder auch nicht. Oder sind das, warte mal, sind hier irgendwo Kongs? Nee. Hier geht's dann bloß um Troll. Och, die und ihre Kackfallen. Wer darf mir die immer in den Weg zu stellen? Laufen noch mal ein bisschen kreuz und quer. Wo sind wir denn jetzt? Na, da sind wir schon viel zu weit, nicht? Hier ist, glaube ich, nichts. So, dann zurück. Das Schwert wieder einstecken. Und das Elixier einmal brauen. Alchemie. Wie ist das Ding gleich? Manguste, da. Giftresistenz plus 20.000%. 10 Minuten. Ja, da brauchen wir uns noch zwei davon. Hört sich gut an. Ja, haben wir. Und jetzt müssen wir gegen den Kairan kämpfen. So, hoffe ich mal, dass hier auch irgendwas weitergeht danach. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Spuck's aus. Was essen Hexer eigentlich?
Pilze? So, hier drinnen, oder? Unten drunter? Das ist schwer zu sagen. Dann gibt es ja irgendwo hier. Lass mal die Augen offen. Nur die Vorsehung kann dir diese. Der ist ja auch wir noch haben da. Uns für wahr versündigt. Und so vermag ich das Relikt, das mir anvertraut ward, nicht zu entschlüsseln. Ist die Vorsehung dir gewogen, übergebe ich dir diesen Preis, aus dem du hoffentlich klüger wirst als ich. Zwei, drei Dreien. Gar nicht schlecht. Und? Jetzt? Glück hast du, doch nicht genug. Ach und aber ach. Die Vorsehung hat, so scheint es, nicht beschieden, dass du meine Bürde von hinnen trägst. Das ist ja wilder. Vergebung. Sag mal, weiß einer von euch, was mit dem Typen falsch ist? Nur die Vorsehung, diesem Preis bescheren. Pass auf den linken Haken auf. Wir haben uns für wahr versündigt. So vermag ich das Relikt, das mir anvertraut ward, nicht zu entschlüsseln. Ist die Vorsehung dir gewogen, übergebe ich dir diesen Preis, aus dem du hoffentlich klüger wirst als ich. Tja. Aber was sollen wir denn noch machen? Eins, zwei, drei, zwei Einsen. Drei Sechsen. Vier Einsen und eine Zwei, das reicht nicht. Oder? Doch, warte, er hat bloß drei Sechsen. Ich hab gewonnen. Glück hast du, doch nicht genug. Ach, und aber ach. Die Vorsehung hat, so scheint es, nicht beschieden, dass du meine Bürde von hinnen trägst. Trag dir recht was. Keine Ahnung. So, wartet mal. Nee, das ist nicht hier. Wo steckt sie denn? Ach, warte, sie steckt oben drüber, ne? Gab's halt auch eine Etage. Ja, jetzt steht schon auf der Seite. Treppen hoch ging ja auch noch. Teufel, hab ich einen Durst. Und ich erst. Vielleicht borgt uns einer was. Hier wohnt die doch, ne? Moment, was wir jetzt mal machen werden. Speichern. Und dann hau ich schon mal das Ding hinter die Binde her. Manguste. Und die Schwalbe. Brauchen wir das? So. Mal gucken, ob das was wird. Hexe, ich habe auf dich gewartet. Wir sollen ein Ungeheuer töten, das Schiffe versenkt. Hast du Angst? Nein, aber wir werden den Kairan ans Ufer locken müssen. Überlass das mir. Ich kann's kaum erwarten. Das wird ein ziemliches Schauspiel. Das kann sein. Aber die Lorbeeren wirst du einheimsen. Lorbeeren? Wenn er am Ufer ist, tötest du ihn. Oder sie. Was immer es ist. Ah, können wir noch ein bisschen was fragen hier. Hast du herausgefunden, woher der Kairan stammt? Das habe ich nicht versucht. Dann weißt du, dass ihn ein Zauberer erschaffen hat. Ich hatte es vermutet. Und? Soll ich mich deswegen schuldig fühlen? Mich mit einem Irren assoziieren? Ich denk nicht dran.
Woher weißt du denn, dass es ein Zauberer war? Ich weiß es nicht. Ich habe geraten. Triss sagt, der Kairan sei durch Magie entstanden. Da hat sie recht. Er ist zu riesig, um in diesen Gewässern zu leben. Vielleicht das Resultat eines missglückten Experiments. Er wächst blitzschnell und altert vermutlich genauso rasch. Aber das stimmt doch nicht mit dem, was wir jetzt... Wenn wir zusammenarbeiten wollen, sollten wir etwas mehr übereinander wissen. So, meinst du? Schön, dann frag, was du willst. Bist du eine Freundin von Triss? Eine Freundin? Eher eine Kollegin. Wir kennen uns. Ich kenne alle wichtigen Zauberinnen des Nordens. So viele sind wir ja nicht. Deshalb versuchen wir, uns gegenseitig zu helfen. Was ist denn das? Sieht ja beeindruckend aus. Ein Megaskop. Und wozu dient es? Zu vielen komplizierten magischen Operationen. Unter anderem dazu, sich mit anderen Zauberinnen in Verbindung zu setzen. Ich habe nicht erwartet, dich bei Loredo zu treffen. Solltest du aber. Ich wusste, dass du dort auftauchen wirst. Der Kommandant ist krankhaft auf seine Faktorei eifersüchtig. Früher oder später wird jeder von ihm zur Rede gestellt. Was wollte er von dir? Privatsache. Geht dich nichts an. Wir sind kein Team, Geralt. Wir werden nur zusammen den Kairan töten. Das ist alles. Okay, na dann. Ich habe alles, was ich brauche. Gehen wir. Großartig. Toi, toi, toi. Dann los. Bereit? Nein. Bilde ich mir das ein oder hast du dich angemalt? Jeder hat so seine Rituale. Ich fürchte, Kairane sind farbenblind. Schluss damit, Geralt. Wird Zeit, dass wir das Ungeheuer aus dem Wasser holen. Hast du irgendein Ass im Ärmel? Hab ich immer. Lass dich nicht auffressen, dann sind wir bald Helden. Dein Wort im Ohr der Götter. Lass dich nicht auffressen, geh du runter. Die ist gut. Ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Und pass auf, er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Das geht doch schief. Dann? Sie bleibt sehr weit weg. Ah, da sind wir ja wieder. So, mal gucken, wie das jetzt geht. Laufen ist schon mal eine gute Idee. Erden! Fang ihn mit dem Erden! Komm doch und fang ihn selber mit dem Erden! Echt mal! Selber mit dem Erden. Benutze ein Zeichen. Fang ihn mit dem Erden. Erden, fang ihn mit dem Erden.
Komm doch und fang ihn selber mit dem Erden. Gut. Ah, ich hab ihn gefangen, aber wir sind schon halb tot. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Ah, okay, das war ein Tentakel. Er ist wütend, pass auf! Na, aber so weiter mal fällt uns gleich was auf den Kopf. Aber uns fällt auch dauernd was auf den Kopf. Ja, da ist uns schon auf den Kopf gefallen. Ja, das ist eine gute Frage. Wir sollen die einfangen und... Mit dem Einfangen ist mir schon klar, weil wir kriegen seine Tentakeln da rein. Irden, fange mit dem Irden. Blöde Kuh. Na, gucken wir mal. Ich glaube, das können wir überspringen, oder? Hey! Erden! Fang ihn mit dem Erden! Komm doch und fang ihn selber mit dem Erden! Also so geht das nicht. Benutze ein Zeichen! Fang ihn mit dem Erden! So, rechte Maustaste, rechte Maustaste. Komm doch und fang ihn selber mit dem Erden! Hier ist doch das Irden. Benutze ein Zeichen. Fang ihn mit dem Erden. Erden! Fang ihn mit dem Erden! Komm doch und fang ihn selber mit dem Erden. Benutze ein Zeichen. Fang ihn mit dem Erden. Ja, so geht das, aber dann haut er aber auf uns drauf. Ja, ich sehe schon, das wird wieder spaßig. Also, Irren ist schon das Richtige. Das, das ist mir schon... Na, kann ich jetzt den aktuellen... Jetzt. So, wir überspringen mal die Einführungssequenz wieder. Fangen an loszulaufen. Nehmen die 3. Gut, Kuh. Rollen uns weg. Rollen uns dahin. Kriegen sofort wieder eins auf die Mütze. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg. Okay. Machen wir das Dark Souls mäßig. Mist. Trifft auch das Irren nicht. Das hilft auch gar nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hätten das oder schmulzt noch? Ekelhaft. Ja.
Ha, hab dich. Ich bin zu alt für sowas. So, jetzt ist er wieder wütend. Er ist wütend, pass auf! Schnell weg. Okay. So geht das nicht. Der hat doch so ein komisches Ding dahinter, da so ein komisches Ding. Na. Ja, okay. Das ist ziemlich. Fühlt sich ziemlich unkoordiniert an, das Ganze. Aber eine einfache Methode gibt's wohl nicht. Es wird wohl wieder frustig werden. Gut, schauen wir mal. Wir sollten vielleicht Irden und Quen benutzen. Wenn er uns denn weiterspielen lässt. Hallo, Spiel! Worauf wartest du? Mach den Button frei. Jawohl, anders hingehen? Ne. Jetzt können wir wieder. Schon merkwürdig. So. Und dann. Ist ja auch. Busch. Bist du aber hässlich. Ja, getroffen hat er trotzdem. Er ist wütend, pass auf! Ich pass auf. Ich weiß man nicht mehr drauf, aber ich pass auf. So. Guck mal da. Der schubst da immer. Aber jetzt wird den doch hier vorne kriegen. Ja, da, genau da. Jawohl, so, da haben wir den hässlichen Tentakel. Okay, jetzt könnte es vielleicht was werden, wenn wir jetzt durch seine Wutphase kommen. Er ist wütend, pass auf! Pass auf. So. Jetzt mich mal durch. So, okay, zumindest haben wir den. So. Oh, warte. Genau, Hacks ab. Schneller, er reißt dich los. So, haben wir hier. Oben drauf. Komm, komm mit dem Ding da. Komm, 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 komm. Aha! Aha! Das hat uns wohl letztes Mal gefehlt. Alle letzten Male. Ja, okay. Ich habe doch das gemacht, was dran stand. Verdammt. Okay. Ja, auf ein neues. Ich musste gerade tatsächlich mal in der Aufnahme gucken, was die letzte Quicktime-Taste ist. Und ich habe hier vorher jetzt auch schon einige Tode jetzt mal rausgeschnitten, weil es ist echt zu lang. Es ist wirklich gemein mit der letzten Quicktime-Taste, weil die ist tatsächlich nur für 5 Bilder lang zu sehen. Und dazu erkennen, welche Taste gedrückt werden soll, ist etwas schwierig. Aber es ist die Leertaste, also schauen wir mal, ob wir es diesmal schaffen. Sollte doch wohl jetzt mal hinhauen. Jetzt wissen wir doch eigentlich, wie es geht. Toi, toi, toi. Mal
springen das mal wieder. Das haben wir jetzt ganz am Anfang gesehen. Gurten wechseln. Schnell weg. Schnell weg. Setzen. Los, komm, hau noch mal. So, der erste. So, wütend. Er ist wütend, pass auf! Ja, ich pass auf. So. Nein, da will ich nicht hin. Ich hab Hürden weg. Da haben wir schon die zweite. Da müssen wir rauf. So, jetzt müssen wir erstmal pieksen, pieksen, pieksen. Und jetzt wird's gemein. Jetzt müssen wir die Leertaste machen. Nein, nein, ja. Und runter mit dir. Jawohl. Das war jetzt mein Kampf. So. Jetzt müssen wir rauf. Ja. Eigentlich nicht so schwer, dann hätte man die letzte Taste sehen können und genug Zeit gehabt, sie auch zu drücken. Du bist schon vor, naja, gut eine halbe Stunde geschafft. Wie gesagt, ich schneide ein bisschen was raus. Geschafft. Kein schlechter Kampf. Geralt, ist dir auch nichts geschehen? Es war schwierig. Das Mistvieh hat mich ein bisschen zerkratzt. Offenbar hast du schon tiefer in der Tinte gesessen. Möchte wissen, ob die Geschichten über dich wahr sind. Welche Geschichten? Wenn du glaubst, dass ich jetzt Legenden über dich erzähle, hast du dich geschnitten. Schön. Und was nun? Ich muss die Komponenten einsammeln, solange sie frisch sind. Am liebsten würde ich die ganze Sauerei in mein Laboratorium bringen, um so viel Substanzen wie möglich zu gewinnen. Aber das ist zu viel Arbeit. Ich nehme nur... Was genau hast du von meinen Abenteuern gehört? Dies und das. Du willst wohl nicht darüber sprechen. Je frischer die Substanzen sind, desto besser kann man sie verkaufen. Entschuldige mich also. Dann also auf Wiedersehen. Vergiss die Belohnung nicht. Keine Bange. Ja, okay. Und Levelaufstieg haben wir auch. So, jetzt müssen wir mal gucken, können wir den auch rausnehmen? Können wir den noch mehr ausnehmen? Ist das so groß? Oh, da war noch was. Tatsächlich. Noch mehr? Ganz schön hässliches Vieh. Draufklettern können wir nicht, wa? Nee. Schade. Okay. Da können wir uns Belohnung abholen. Gehen wir erstmal zurück nach Flotsam. Ja, das ist ja hier. Dadurch. Na, noch was holen? Nee. Wo ist denn hier der Ausgang? Da.
Ja, das mit der letzten Taste war gemein. Ich hatte dann irgendwann gesehen, dass da eine ist, als wir auf den letzten Rüssel festhingen. Aber welche das war, war nicht zu erkennen. Und selbst so muss man eigentlich auf der Leertaste rumhämmern. Sonst trifft man es nicht. Aber okay. Wo geht's denn hier jetzt lang? Es ist ja. Ja, mal gucken. Die Necke haben wir ja auch noch. Vielleicht kommen wir noch an deinem Nest vorbei. Auf dem Rückweg. Flotsamen bzw. Bindegarn. Hier lang. Kleinen Umweg. Na, ich mach die Musik hier. Stirb. Na, noch jemand? Sieht nicht so aus. Und da die Folge sowieso schon so lang ist, hören wir hier auch auf. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.